So, und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Hier aus der Hauptzentrale. In Lack Sanctuary. Nein, mein Gott, immer diese Lacks am Anfang, wenn man Spiel gerade startet. Ja, wir sind bei Data Mining. Oh yeah. Und, naja. What the fuck? Meine Herren, immer diese Musik hier. So, ja, wir sind in Data Mining. In der Mission Data Mining. Also, finde noch so, ich glaube, das ist Level Kapitel 17. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte es immer alle immer gelesen gehabt, wie viel Kapitel noch haben muss. Und es ist ewig her. Ja, was ist alles so in der letzten Folge passiert? Will ich mal eben kurz Revue passieren lassen. Ich habe keine Ahnung, aber ich versuche es trotzdem zu erzählen. Yay! Weil es für mich ein bisschen her ist, dass ich aufgenommen habe. Also nicht so lange, aber also es war, wir haben Typen, geh mal weg, Junge. So, wir haben erstmal Klavier gespielt. Nein, das haben wir nicht. Wir sind dahin gerannt, dahin haben ein paar Gegner getötet und sind dahin gerannt. So, das war eigentlich die ganze Folge. Nein, wir haben die letzte Kapitel, ich habe keine Ahnung mehr. Man merkt es gerade. Mann, ist das lange her. Also eine Woche ist das her, Jungs. Ja, das kommt hin. Egal, wir haben ein Plan, ein Notfallplan. Genau, so ist die Quest. Und ich darf gar nicht übersteuern, ich muss ein bisschen... Ja, weil es so Bullshit ist. Glaubt es mir. So, stimmt, wir haben hier noch einen Safe. Mit dem Elfen-Eliminator. Hey! Gib mir die Flosse! Musste ich machen. Clap-Tap schlägt mich sonst immer. Das Echo, das funktioniert nicht. Ja, du bist so einsam. Ich bin doch hier, mein Freund. So, wollen wir mal weiter. Data Mining erwartet uns. Begib dich zur Hauptpipeline. Es geht jetzt ein bisschen länger. Also wie irgendwie so, wenn man so eine Lösung gucken tut, vier Unterpunkte. Ich gucke immer nur, ich habe immer nur die oberen, also nicht die, nicht gelesen, sondern nur, wie die Quest heißt. Und wie viele Unterpunkte, das zeigt mir schon wieder an, wie lange ich sitzen werde. Ab zum Arid Nexus Boneyard. Du musst die Sprinttaste nicht gedrückt halten. Tue ich aber durch Modern Warfare 2. So, wir sind hier im Boneyard. Und da, irgendwo da, ja hier, da wo das... Da müssen wir hin. So. Was war das? Ja. Ja, unsere Pistole ist aber immer noch eine Legendary und die macht gut Schaden. Na, so. Ich wollte mir am Anfang irgendwie mal Themen überlegen, aber irgendwie komme ich eh nicht richtig zum Reden. Oder beziehungsweise ich vergesse die Hälfte eh wieder. Darum versuche ich einmal weiter das Spiel zu kommentieren. Muss man irgendwie mal sowas lernen. Wir sind voll. Hätten wir nicht so viel trinken müssen. Eindeutig. Oh Gott. Bappy Biggin. Wir haben noch die Piste ausgerüstet, ne? Die ist voll schwach. Was haben wir denn ausgerüstet? Genau, wir haben die Tyrion. Weg damit. Ich will die große mitnehmen. Hä, wieso gehe ich die verkaufen? Bin ich dumm? Meine Herren. Kriegen wir noch ein bisschen Money. Money in der Hood. Junge. Junge. So. Das gewöhne ich mir einfach vom Arbeitskollegen immer an. Diese dummen Sätze immer. Dieses Junge und so. Frag mich nicht warum. Das ist
Wie eine Seuche, sag ich euch. So. Scheiß mir Rille. Wo die ist? Lass ich auch nochmal. Tick. Ich sterbe höchst selten. Ja, du stirbst gar nicht, weil sie jetzt wegfliegt. Das auch. Scheiß drauf. Wir werden so gute Waffen finden. Wir werden so geile Waffen finden. Also. Scheißen wir da drauf, Mann. Kein Geld zurück. Ja, wir können uns ein Auto holen. Das werden wir, glaube ich, auch machen, oder? Holen wir uns ein Auto? Ja, Jungs, wir holen uns ein Auto. Ich bin geslaggt. Ah. Aber auf den Schützenplatz. Nein, ich krieg sie nicht. Okay. Aber auf dem Fahrerplatz. Zack. So. Hier geht's nicht weiter. Ja, fahren wir aber mal den Weg lang. Faster. Verdammt. Bist du okay? Ja. Sieht aus, als wäre die Leiter kaputt. Allerdings scheint die Pipeline gesprungen zu sein. Ich wette, wenn du den Druck erhöhst, kannst du das Rohr aufsprengen. Geh auf diese Weise rein. Ja. Geh zu einer der Pumpstationen. Ja, gut, Mordecai. Cool. Etwas Zeit, dann klaue ich ein Landungsschiff. Sobald ihr herausgefunden habt, wo der Krieger ist, können wir ihn uns gemeinsam vornehmen. Alles klar. Und da hat jemand Articommel gespielt. Ja, es ist so ein kleiner Troll. Denn man kann Articommel noch starten, sofern man das Spiel bei Steam gehabt hat und nicht gelöscht hat. Ja, kann man Articommel noch starten. Alter. Ätzig. Es muss auch klappen. Da fuck. Hier komme ich nicht weiter, ist das Problem. Mann. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. So. Ja, gut, bremsen kann ich. Revolver hält. Geht zur Pumpstation. Ja, wir wollen immer noch den Tod rächen. Von ein paar Leuten. What the fuck? Geh ich jetzt einfach unten durch? Na? Okay. Hätte ja sein können, dass es ein Schützenplatz ist. Okay, da ist nichts drin. Jungs, was geht denn? Oh! Jungs, hallo? Keine Ahnung, ob das richtig ist.
Ja, Korrosion ist einfach immer noch das Beste. Einfach nur weiter. Komm her. Na? Das hilft ja auch nicht viel. Bob! Melvin! What the fuck? Ja, das war ein schwerer Fehler. Na? Nein. Diesmal nicht. Ja, ich habe ewig nicht gespielt. Nehme ich jetzt einfach mal als fette Ausrede. Och, Jungs! Ich weiß, ihr wollt alle was vom Kuchen abhaben, Alter. Sprachfehler. Was für ein Lappen? Was war denn unsere Sniper? Wenn man mal fragen darf. Achso, das war jetzt mehr Schaden. Okay, ich habe eine gute Waffe gegen eine schlechte getauscht. Ja gut, die hat dann aber über 1000 Schaden plus Nahkampfbonus. Da ist mir doch mal das Elementar doch mal ein bisschen egal. Obwohl so auch nicht, weil Elementar schon hilfreich ist. Ja, Jungs, ihr könntet mir aber auch Leben druppen. Doll. Troll, doll. Das ist ja wieder Wunderbärchen. Egal. Schaffen wir auch so. Kein Problem. Wir haben 1000 Leben. Da müsste man so einen Skill haben. Wir haben nur noch 2 Skillpunkte. Ich will mal was wissen, ob es irgendwo steht, der Angreifer Schaden nimmt. Die Menge der Gesundheit entspricht, die du verloren hast. Irgendwo muss es doch irgendwo geben, wo wir Regeneration bekommen. Ja. Schuss auf einen Spieler erhöht. Ja. Ah. Okay. Heilen diese. Erhöht ebenso deine maximale Gesundheit. Ich will was testen. Und. Ach. Egal. Ich wollte halt testen, ob meine maximal. Weil es ist immer schwer zu verstehen, weil. Es erhöht das. Also, es regeneriert sich von unseren Freunden das Leben, wenn wir auf die ballern. Ist natürlich als Support, was wir halt dann irgendwann einnehmen müssten. Wenn wir mit anderen Leuten spielen, dann bist man ja automatisch als Sirene der Support. Du hast eine Schnellschusswaffe mit, um deine Leute zu heilen. So würde ich jetzt die Sirene irgendwann spielen. Als Support. Also wirklich nur Schnellschusswaffe. Und... Junge! Hey! Och, du Lappenpimmel. Okay, schauen wir neu. Je im Fuß, Alter. Der füßelt uns. Aber so würde ich einen Support halt spielen. Einfach als, als Support. Mein Stuhl knarrt. Dass er wirklich nur noch dafür da ist. Dieser Spruch ist echt noch so alt.